Hallo, ich bin Henrik Lochtove und ich erzähle euch heute etwas darüber, wie alles anfing. Also ich bin 1979 in Dorsten geboren. Bei meiner Oma auf dem Hof stand ein Pony, das hieß Fritzchen. Ich glaube, da haben alle drauf gesessen. Die ganze Family, also Cousinen, Cousins und Tanten, Onkels, alle. Bei uns zu Hause haben meine Eltern einen Dülmener Wildpony gekauft, Felix. Den konnte man weniger reiten, weil der hat alle runtergeschmissen, aber dafür konnte man mit dem Kutsche fahren. Wir wohnten damals auf einem Gestüt, wo mein Vater Gestütsleiter war. Also die ersten 14 Jahre meines Lebens bin ich schon sowieso mit Pferden groß geworden. Da gab es aber dann auch mehr Großpferde und wir wollten immer Ponys reiten. Und dann gab es einen Ponyverleih in dem Waldgebiet bei uns. Und dann sind wir immer dahin gegangen und haben lieber die Ponys geritten, anstatt unsere eigenen Pferde zu Hause. Ich war dann als Teenager eigentlich schon so, dass ich dann mit dem Bus immer wieder nach Dorsten gefahren bin, von Recklinghausen zu meiner Oma auf den Hof und habe dann da eigentlich in den Ferien mit meinem Cousin bei der Ernte geholfen. Und da waren die Pferde auch noch nicht so wichtig. Zum Abschluss der Schule musste man sich natürlich mal Gedanken machen, was will ich eigentlich werden. Ich glaube, meine Mutter hätte gerne mich als Polizist gesehen oder als Schreiner oder so. Irgendwie so in die Richtung ging das, glaube ich, damals. Mein Onkel Norbert Lochtove war Pferdewirtschaftsmeister. Ja, und so kam das dann. Ich war sein erster Lehrling und habe dann da quasi bei meiner Oma auf dem Hof die Lehre gemacht zum Pferdewirt und war dann von allen möglichen Seiten betreut, also nicht nur von meiner Oma, von der ich auch noch so einiges lernen konnte, sondern auch durch meine Onkels Norbert, Wilhelm, Werner, die mir das alles vorgelebt haben. Also das war schon schön und ich hatte als Auszubildender auch das große Glück, dass ich sofort viele Pferde zu reiten bekommen habe. Da waren natürlich auch ein paar wilde Kracher dabei, aber ich glaube, das hat jeder so in seinem Berufsleben und Ausbildungsleben gehabt. Irgendwann bin ich dann vom Ruhrpott weg, weil man gesagt hat, okay, man sollte ja auch mal den Betrieb zu Hause verlassen, um mehr Erfahrungen zu sammeln. Damit habe ich mich sehr schwer getan am Anfang und dachte, also nee, jetzt so weit weg, und bin dann nach Löningen zu Harley Seifert. Und dann hat sich das alles so langsam entwickelt, dass ich nach einem Jahr mein Erfolgspferd Rubin Royal bekommen habe. Damals war ich sehr überrascht, weil Rubin Royal sehr bekannt war. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass Harley Seifert das Vertrauen hatte. Das ist zum Beispiel etwas, das vergesse ich nie, das war ein Neuss. Da habe ich meinen ersten Grand Prix geritten mit diesem Hengst und ich glaube, ich war Sechstplatzierter. Aber wir haben eine Schleife gehabt und sind nach Hause gefahren und haben uns gefeiert, juhu, wir haben eine Grand Prix-Schleife. Irgendwann ist der Knoten dann geplatzt und nachdem der seinen ersten Grand Prix gewonnen hatte mit mir, ging das dann innerhalb von einem Jahr eigentlich in Serie weiter, hat Grand Prix Spezial gewonnen und so. Alles so für mich auch das erste Mal und man denkt so, wow, das gibt's doch gar nicht, und es war voll der Hype irgendwie. Der hat mir eigentlich alle Türen und Wege geöffnet. Nach 4 Jahren Aufenthalt bei Harley Seifert kam die Möglichkeit, bei Silvia Ekle in der Schweiz zu trainieren. Dort bin ich dann hingegangen mit Rubin Royal und mit einem Sohn von Rubin Royal. Durch die internationale Erfahrung von Silvia Ekle kam ich dann auch auf die ersten internationalen Turniere. CAIO durfte ich einmal reiten, ist ein unvergessliches Erlebnis. Wer da schon mal geritten hat als Reiter, der hat nur ein Ziel, da will ich noch mal hin. Wenn man dann so Pferde verliert wie den Rubin Royal und den Rubin Cortez, wie damals es bei mir war, dann denkt man erst, man fällt in ein Loch und kommt da nicht mehr raus. Und wenn man mich fragen würde, wer ist dein Vorbild, dann wäre es definitiv Isabel, weil die eindrücklich beweist, immer wieder mit neuen Pferden kommt. Ist nicht auf ein Pferd eingeschossen oder man sagt, es ist nur die Sorte Pferd. Ich glaube, da hätte ich noch mal eine Menge mehr abgucken können und das wäre schön gewesen. Aber ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich habe, im Gegenteil. Und ich denke auch, dass alles gut so ist, wie es ist. Jetzt habe ich euch etwas über meinen Lebensweg erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über die Menschen, die mich in meinem täglichen Leben begleiten.